Hallo Leute, also als allererstes mal für den Fall, dass ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hören solltet, bei mir gegenüber wird gerade gebaut, wie blöd. Es tut mir unheimlich leid, ich hätte die Aufnahme gern woanders gemacht oder wann anders, aber es geht einfach nicht. Es ist Samstag und die Leute sind hier wie die Blöden am Hämmern und am Schrauben und am Bohren und keine Ahnung was. Also es tut mir leid für den Fall, dass die Soundqualität heute ein bisschen darunter leidet. Als allererstes würde ich aber sagen, fangen wir mal mit einer ganz einfachen Sache an. Und zwar musste ich mir nochmal Soul Charts machen, habe auch richtig, richtig schön gefailt. Kriegt ihr am Ende auch nochmal einen kleinen Zeitraffer zu sehen. Wobei ich gefailt habe, aber wenigstens habe ich ein paar Sachen halbwegs vernünftig hingekriegt. Und zwar habe ich jetzt einen Blaze Soul Chart Level 5 und einen Zombie Pigment Soul Chart Level 5. Und hierbei habe ich mich richtig dumm angestellt. Aber gut, ich würde sagen, ohne groß weitere Umschweife gehen wir gleich mal auf den richtigen. Das heißt, ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich den Blaze Soul Chart gefarmt habe und wir sehen uns dann gleich wieder.
So, ja, war ja ganz lustig. Also da die ganze Zeit rumzustehen, ich glaube, das hätte euch auf Dauer richtig kirre gemacht. Okay, also habt ihr jetzt zumindest gesehen, wie ich den Blaze-Chart gemacht habe. Am Ende der Folge werde ich euch ein paar Fails aus dem Zombie-Pigment-Chart zeigen und in der nächsten dann den Zombie-Pigment, weil ich denke mal, ich würde euch nicht überbelassen und hier 10 Minuten einfach nur mit Shit vollballern und die bohren schon wieder. Ich hasse es. Gut, aber ohne große Umschweife, weil die Leute haben sich ja jetzt alle beschwert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin auch genau im Creative. So. Bin ich eigentlich. Nee, bin ich raus, Gott. Und zwar wurde sich ja des Öfteren inzwischen beschwert, dass ich mich hier irgendwie, keine Ahnung, nicht um die blöden Dias da hinten kümmere. Also werde ich das jetzt erstmal als allererstes in dieser Folge tun, damit sich keiner mehr aufregen muss, okay? Ich hoffe, ihr seid dann alle halbwegs happy und alles ist schick und alles ist toll und wir sind wieder Freunde. Ich finde es total witzig, dass sich die Leute so tierisch. Oh, ja, Stein sollte ich nicht mehr das Schaufel abbauen. Dass sich alle so tierisch darüber aufregen, wenn ich einen Diamanten liegen lasse. Mein Gott. Solange ich sie nicht brauche. So. Okay. Da. Seht ihr sie? Und hier ist auch noch schön Lava, damit sich das richtig schön lohnt. So, und irgendwo kommt jetzt bestimmt auch irgendwas, was mich gleich abschießen will, aber egal. So. Holen wir uns die hier mal aus der Wand. Also erstmal den aus der Decke. So. Den hier. Und den. Ich hoffe wirklich, dass jetzt alle zufrieden sind und ich nicht gleich wieder irgendwo einen Anranzer kriege. Aber wir können hier gleich noch ein bisschen Redstone mitnehmen. So, und Quarz ist auch immer nicht schlecht. Perfekt. Wenn wir schon mal hier unten sind. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Nee, aber ich denke, ich werde gleich irgendwo von einem Skelett platt gemacht, wenn ich mich hier nicht verdrücke. Also gehen wir mal wieder. So, haben wir wieder 4 Diamanten und ich hoffe, alle sind glücklich. Gut. Dann, was wollte ich tun nachher draußen? Es brutzelt immer noch schön. Da habe ich jetzt inzwischen noch Kohle nachgeschüttet. Ich kann euch mal zeigen, was wir an Ressourcen so zusammen haben mittlerweile. Und zwar habe ich alles, was ich aus dem Nether mitgenommen habe, also beim Farmen quasi hier so mal eingeschmolzen. Also hier ist auch so das ganze Zeug bei, was wir erstmal nicht benutzen werden. So Midasium, Byroxis, Shadow Iron, Demorit, bla. Also diese ganzen, oh, Manganese lasse ich mal da. Und das sind so, ist aktuell die Ausbeute. Ich denke mal, so schlecht ist es jetzt nicht. Ein bisschen Zinn haben wir noch. Passt also schon ganz gut. So, dann würde ich sagen, heute steht mal ein wenig Energie an. Um allerdings Energie erstmal produzieren zu können, würde ich sagen. Ah, nehmen wir das aus dem Tank? Ja, ich würde sagen, ist okay. Gut. Also, erstmal ab in den Nether. Und gucken, dass ich da auch wirklich überlebe, weil das könnte echt haarig werden jetzt. Boah, diese Aktion gestern. Ich war ja quasi beim Aufnehmen bestimmt. Aber wie lange war ich hier im Nether? 2,5 Stunden, 3 Stunden so ungefähr. Wo ich einfach nur Zeug, also hier diese Charts gefüllt habe. Ach ja, und ich habe ja auch den zweiten Blaze-Spawner gefunden. Gut. Und zwar möchte ich als allererstes hoffen, dass mich keins von den Schweinen angreift. Das wäre schon mal sehr schön. Sonst müssen wir die jetzt erstmal platt machen. Na? Ne, anscheinend sind die nicht sonderlich feindlich gesinnt, was mich angeht. Du, ich glaube, du stehst ziemlich nah hier an der Klippe, will ich aufpassen. So, wie man jetzt sehr schön sehen kann, halten diese Maschinen ja ständig an. Und das ist ziemlich doof. Auch wenn jetzt momentan der Tank voll ist und so, aber die beiden werde ich mir jetzt für Energieerzeugung erstmal mitnehmen. Und da werde ich dann, wie Doc es mir gesagt hat, einfach Redstone-Maschinen hinknallen. Und zwar hier noch eine und hier noch eine und dann passt das. Müssen wir nur gucken, wie wir sie ansteuern.
Kriegen wir aber alles gebacken, das sollte kein Problem sein. So, jetzt habe ich erstmal zwei Magmatic Engines. Damit können wir schon wieder ein bisschen mehr Energie erzeugen als mit dem Schmonz, den wir jetzt gerade hatten. Jetzt ist nur ein bisschen. Hallo? Jetzt ist nur ein bisschen die Frage, ob das denn ausreicht für den ersten Setup oder nicht. Oh, Zinn. Nein, jetzt nicht. So. Aber eigentlich sollte das kein Problem darstellen. Boah, diese ganzen Zombie... Au, Pigmen. Los. Psst. Oh, hallo der Herr. Du stehst aber ziemlich ungünstig hier, muss ich mal sagen. So. Schon besser. Gut. Also, was brauchen wir alles? Wir brauchen auf jeden Fall eine Magma Crucible. Das wäre jetzt erstmal ein bisschen Material zusammensammeln. Ja, Nether Bricks dürfte ja eigentlich nicht das Problem sein. Irgendwo werde ich bestimmt welche rumfliegen haben. Ein. Wow. Zwei. Ja, na klar. So. Dann brauche ich wieder mal massenweise Eimer, obwohl ich glaube, hier noch irgendwelche rumliegen zu haben irgendwo. Wie gesagt, ich war gestern hier ziemlich in... Okay, anscheinend nicht, aber auch nicht so witzig. So, jetzt holen wir uns von drüben erstmal... Dieses Rendern von den Portalen ist immer so witzig. Jetzt holen wir uns von drüben erstmal ein bisschen Material. Und zwar nehme ich mal ein bisschen Eisen, ein bisschen Gold. Etwas Elektrum... Bisschen Zinn, okay. Also Zinn, Gold, Eisen, Elektrum hatte ich da auch noch, oder? Ja. Elektrum und Kupfer. So. Erstmal alles, was wir für das drüben brauchen. Zum Basteln. Und dann erstmal ab ins Bettchen. Das ist total ungewohnt. Ich nehme jetzt mit DX Story auf und ich sehe immer die ganze Zeit gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Jetzt muss ich mir echt noch zwischendurch einen Timer stellen, dass ich hier nicht irgendwie dauerhaft überziehe. Und da ich ja auch noch den Schnipsel mit reinschneiden muss mit dem Blaze Spawner, könnte das schon kompliziert werden. So, also wir brauchen definitiv Machine Frames. Das heißt, wir packen jetzt immer ein bisschen Gold und machen wir das mal so. Und habe ich noch Glas? Irgendwo hatte ich noch welches. Ja. Wenigstens ein bisschen was drin lassen im System, damit es nicht ganz rausgeschwemmt wird. So, vier Machine Frames. Dann brauchen wir ein paar von denen hier. Ich mache jetzt auch gleich vier, weil die Teile brauchen wir nachher eh noch im Überfluss. Und ich jetzt anfange hier Ewigkeiten rumzugammeln mit irgendwas, mache ich es wieder wenigstens gleich direkt. So, und dann brauchen wir noch ein paar, also zwei davon. Das sind die Conductance und habe ich noch irgendwo Gold? Ja. Machen wir noch zwei davon. So, alles schick. Okay, also. Magma Crucible. War unten Zinn oder? Kupfer, 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 Kupfer. So, eine Reception Coil, ein Machine Frame, ein bisschen Kupfer und ein bisschen davon. Und wir haben eine Magma Crucible. Ich hoffe, ich habe die nicht schon irgendwo gebaut. So. Und wir brauchen auch noch einen Liquid Transposer. Dass wir mit den Geräten langsam ein bisschen vorankommen und nicht die ganze Zeit am Rumheulen sind. Oh, das ist ja total schwer. Conductance, Machine Frame, Eimer, Glas und Kupfer. So. Okay, dann haut das auch schon mal hin. Ich bin jetzt am Überlegen die ganze Zeit, wie ich das am sinnvollsten mache, ob ich mir das hier auch einfach mit dem Ender Tank rüber teleportiere mit einer anderen Farbe. Oder ob ich erstmal, ich glaube, ich verlege erstmal eine Leitung. Oder? Ah, ich weiß nicht. Mit den Ender Tanks ist es natürlich auch immer ein bisschen ein Lastproblem. Das ist so eine Sache, die. Na. So.
Liquid Transposer und Magma Crucible. Dann machen wir die so und so erstmal. Ja, das passt. Eine Axt habe ich jetzt, glaube ich, keine. Das heißt, ich darf hier den Boden mit einer Spitzhacke aufhauen. Super. So. So und last one. Yes. Sehr schön. So, ihr kommt erstmal hier kurz weg, weil... Oh, verdammt. Vielleicht brauche ich den später nochmal. Außerdem platzt ihr mir immer... Platzen mir immer die Röhren, das ist nicht so gut. So, erstmal den Mist weg, den ich gerade nicht brauche. Sticky Resin. Ach komm, ihr kommt erstmal nach oben. So. Okay, wie stellen wir das jetzt am günstigsten an? Ich würde sagen... Wir sollten dringend dafür sorgen, dass wir eine Redstone Energy Cell kriegen. Das heißt, ich baue jetzt einfach mal die beiden hier drunter. Und man sieht es mal wieder nicht, das finde ich total super. Hatte ich nicht auch eine Wooden? Doch, habe ich. So. Okay. So. Dann würde ich sagen, ich versorge die jetzt am Anfang einfach mal schnell mit Eimern, damit wir genug Redstone eingeschmolzen kriegen, um uns erstmal ein paar Sachen herstellen zu können. Und vor allem brauche ich auch noch einen Induction Smelter, sehe ich gerade. So, Magmatic Engines. Eine hier hin und dich bitte nach unten. Dankeschön. So. Wenn ich jetzt genug hätte, um mir Zellen zu bauen, würde ich ja sagen, ich mache das so, aber ich glaube, ich mache das wirklich mit Eimern, weil ich habe mehr Eisen und das Eisen, also die Eimer kann man im Notfall nachher auch wieder verarbeiten, das ist jetzt nicht das Problem. So. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal ein paar Eimer Lava mit rüber und dann ist gut. So, die Steam Engine weg, können jetzt erstmal die ganzen Materialien hier raushauen. Auch die leeren Soul Shards. Okay. So, einen habe ich da schon. Zehn Stück. Oh mein Gott, ich baue echt jetzt 10 Eimer nur. Naja, die Grundversorgung muss halt stehen. So. Plüpp, 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 plüpp. Und wenn es geht, nicht, dass die Lava irgendwo hinkippen. Das wäre äußerst ungünstig. So, jetzt müsst ihr hier langsam... Ja, die Energie wird natürlich jetzt hier schon wesentlich sinnvoller aufgebaut. So, das Redstone-Zeug habe ich nach drüben getragen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nochmal schnell rüber. Ich brauche beinahe eine zweite Portal-Gun, damit ich hier schnell genug wechseln kann. Und ich muss vor allem das hier alles wieder abbauen. Ey. Geht gar nicht. Überhaupt nicht so. Ja, ein bisschen Redstone haben wir ja. Nehmen wir mal 2 Stacks mit rüber, die schmelzen wir gleich ein. Und dann brauchen wir noch mehr Obsidian und Lead. Okay. Das heißt, ich werde jetzt auch ein bisschen Lava einfach hier mal reinkippen. So, klack, 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 klack. Und baust du die Energie auf? Ja, sehr schön. Okay. So, Magma Crucible, dann tu deinen Job. Das wird wahrscheinlich eh eine halbe Ewigkeit dauern, aber egal. Wie viel Lava ist hier drin? Gut, dann werden wir gleich noch ein bisschen mehr abzapfen. Ich habe ja 512 Eimer da in dem Teil drin, ne? Das ist ja nicht so schlimm. Klick, 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 klick. Und dann besorgen wir uns gleich wieder mehr Lava. Oh, hat er gleich wieder aufgefüllt, das ist so super. Weil noch genug in dem Endertank drin war. Na, ist ja klasse. Ist jetzt einfach der einfachste Weg, hier hin und her zu rennen, weil dann kommen wir am schnellsten dahin, wo wir hinwollen. Sehr gut. Klick, klick.
Klick, klick, klick. So. Am Pulverizer ist Tatsache noch genug Energie. Okay, in der Zeit, wo der jetzt hier durchhaut, werden wir mal kurz rübergehen und uns noch einen Induction-Smelter bauen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich die Dias eingesammelt habe. Wirklich der einzige. Ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich noch ein paar Folgen das Geflame anhören dürfen, von wegen, ich habe da Dias vergessen. Ja, ab und zu lasse ich die halt leider liegen. So, Inver haben wir noch drüben. Kupfer. Habe ich, okay. So. Kupfer, Machine Frame. Ist das eine Reception oder eine Conductance Coil? Reception. Ich habe nur noch Conductance hier, oder? Ja. War ja klar. Da hilft alle Vorbereitung nicht, da kriegt man dann trotzdem noch irgendwas, was einem fehlt. Ja. So, so. So. Oder? War da oben was anderes? Ne. So, zwei Kupfer. Hier kommen die Inver hin und zwei Dias. Klick. So, dann holen wir uns noch Inver schnell von drüben. Dieser Render-Bug mit den Türen geht mir irgendwie ein bisschen auf den Kranz, ehrlich gesagt. So. Und die arbeitet hier fleißig. Wird wahrscheinlich noch eine halbe Ewigkeit dauern und du wirst dann in der Zeit voll sein, aber egal. So. So. Ach, das geht ja nicht mehr. Haha. So, jetzt sind die beiden auch voll. Ein bisschen Obsidian haben wir auch. Sehr schön. Wir brauchen ja am Anfang nicht ganz so viel, aber wenigstens ein bisschen was sollte man da haben. Ich hoffe, das packt er hier durchzuhauen. So, und wir wollten Inver haben. Erstmal zwei Stück. Reicht vollkommen. Was mich gerade ein bisschen nervt, ist, wenn ich hier die Sortiertaste drücke, dass er mir alles raussortiert. Ich muss echt mal gucken, dass ich das noch umgestellt kriege. Drake hat das, glaube ich, alles komplett einmal gemacht, aber ich habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert. So. Genug Lava. Am besten jetzt irgendwo ins Haus kippen oder so und dann ist alles blöd. So, Inver. Inver. Perfekt. Und dann haben wir auch einen Induction Smelter. Und 3, 2, 1, Bettchenzeit. Yay! Okay. Dann schließen wir den jetzt mal noch eben an. Ich muss ja vor allem auch die Folge heute noch fertig rendern und hochladen. Ich war leider gestern ein bisschen zu lange auf der Studentenfete da. Fete, Party, wie auch immer. Aber war ganz witzig. Und zwar wirklich. Also, man muss wahrscheinlich echt vorsichtig sein. So, okay. Hast du keinen Saft mehr oder brauchst du einfach, du brauchst einfach nur ewig, okay. So, dann müssen wir jetzt dann 10 Stück rauskriegen. Achso, das geht ja wieder. Ah, bitte eins noch. Ja, ein Glück. Da kriegen wir 6 Stück raus. 3 Lead, okay. Klick. Muss ich mir auch definitiv noch was anderes einfallen lassen mit der Konfiguration. Okay, so. Alles aus hier. Du schmilzt noch weiter brav Redstone ein. Perfekt. Yes! So, und daraus werden wir uns dann gleich unsere erste Energy Cell machen. Und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Dann können wir nämlich wesentlich besser mit der Energie agieren als jetzt hier gerade. Und die muss dann gleich weg. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt in der Folge noch mache. Ich glaube, ja. So, 4 Stück. Die habe ich noch. Okay. Redstone Energy Cell Frame. Okay, Cell Frame. Das war doch irgendwie Elektrum. Ja, genau. Da-da-da.
Und du hast hier noch weitergemacht? Nö. Aber du kannst. Klick, klick, klick. Und die runter und klick. Jetzt passt, glaube ich, nichts mehr, oder? Doch. Ah, es ist schneller als gedacht. So, ein Cellframe. Gott, ey. Wenn das steht und wir wirklich Energie speichern können, dann kann ich endlich anfangen, hier ein bisschen umzubauen. Gott, dann so. Ein bisschen Elektrum. Ein Dia, den ich immer noch in der Tasche habe. Ja. War ja klar. Diamant. Wir haben ein leeres Redstone Energy Cellframe Gedöns, Dingsy Boomsy Bla Teil. Und ich habe nichts mehr zu futtern, sehe ich gerade. Ich könnte ja belohnen essen. Ja, komm. Erstmal ein paar Melonen. Dauert zwar länger, aber egal. So. Wenigstens erstmal so weit, dass das hier auflädt. Schön ordentlich, genau. Plopp. Okay. Gut, dann möchte ich bitte, dass du nach links ausgibst. Genau, so. Und du sollst von rechts nehmen. Blub. Ah, war schon 1000 drin. Sehr schön, dann können wir das hier gleich durchballern lassen. Durchballern ist vielleicht ein bisschen übertrieben, okay. Ist ja nicht so, dass wir keine Zeit hätten. Gar nicht. Es ist schon um 4, oder? Ja. Das heißt, ich muss mich jetzt wirklich sputen. So. Und jetzt brauche ich nochmal Elektrum und Zinn. Lead. Okay. Zweimal. Nein, kein Invar. Zweimal Lead. Tschack, die würde ich gern doch noch fertig kriegen. Wenigstens das noch. Da habe ich schon wieder eine ganze Menge gebaut. Und dann ist die Grundausstattung von Thermal Expansion auch durch. Das ist sehr angenehm. Nur ich merke schon, dass ich definitiv am Anfang zu wenig Elektrum hergestellt habe. So, eine Conductance Coil und zweimal Blei bitte. Schön Blei auf dem Boden. Perfekt. Und wir haben unsere erste Energiezelle. Und es ging jetzt schneller als gedacht, oder? Ich sag ja, es lohnt sich ab und zu wirklich ein bisschen Material vorzufarmen, dann kann man wenigstens ordentlich arbeiten. Ja. So, du kommst hier hin. Genau. Und ihr, wie seht ihr jetzt aus? Jetzt könnt ihr nämlich hier voll durchpowern, das ist nämlich dann völlig egal. Die geben auch nur 4 MJ, genau. Also so viel geben sie nicht aus, aber wenigstens ein bisschen was. Klack. Und passt noch ein Eimer rein? Nein. Aber gut. Wenn die Geräte hier alle voll sind, und das sollte ja möglichst bald eigentlich der Fall sein. Ja. Na, die füllt sich hier noch einmal komplett mit 36.000 und dann sollte sich auch die Energiezelle füllen. Dann können wir von da aus weitergehen und dann ist alles schick. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Für heute haben wir erstmal eine ganze Menge wieder geschafft und geleistet und gemacht und hast du nicht gesehen. Und der Tank ist schon wieder voll. Wow. Gar nicht warum. Und du kriegst, glaube ich, ja, das ist natürlich ein echtes Problem. Daran habe ich nicht gedacht, dass ich natürlich, ja, das ist gut, das machen wir auch in der nächsten Folge, dann machen wir die Versorgung dann direkt vom Tank aus. Dann brauche ich den hier auch nicht mehr und kann den eventuell woanders einbinden. Also, jetzt kriegt er noch ein paar Fails ins Gesicht. Also ich werde euch jetzt, denke ich mal, den Mist zusammenschneiden, wo ich mich so richtig auf die Schnute gelegt habe bei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.